zusammen. Ich zeige euch mal, wie man den Scheibenwischer in Servicestellung bringt, um halt die Wischblätter auszutauschen oder sie mal sauber zu machen. So, und zwar geht ihr da ins K-Menü. Dann erscheint das Fenster. Da seppt ihr dann durch. Seppt ihr Scheibenwischer. Dann einmal den bestätigen. Dann steht der Servicestellung aus. Da klickt ihr dann nochmal auf. Da steht dann das. Da geht ihr auf ein. Zack. Und schon steht der Scheibenwischer oben, wie ihr sehen könnt. Okay. So. Das alles könnt ihr auch wieder zurücksetzen. Wenn ihr fertig seid, klickt ihr nochmal drauf, geht auf aus. Bestätigen und schon ist der Wischer wieder runter. So. Um wieder zurück ins Menü zu gehen, geht ihr einfach nur auf Return. Dann seid ihr wieder da. Da könnt ihr den Service-Intervall reinschauen, Zentralverriegelung, Einstellungen oder was weiß ich. Immer Return zurück. Kombi-Instrument, da könnt ihr das einstellen. Bordcomputer. Könnt ihr Einstellungen vornehmen. Return zurück. Tempowarnung könnt ihr einstellen, wenn ihr möchtet. Wenn ihr gewarnt werden möchtet, bei 50 km/h zum Beispiel. Ich kann das mal noch kurz machen. Tempowarnung ein. So, Tempowarnung. Ist jetzt hier bei 120 drin. Ich stelle das mal auf 50. Oder 55, ja, 50 geht nur. So. Okay, bestätigen. Und schon ist Tempowarnung drin. Und sobald ihr im Bereich von 50 kommt, um keine Blitze mehr zu fangen, könnt ihr euch das so einstellen, wie ihr das gerne haben möchtet. So, Schaltempfehlung habe ich in dem Fall auch eingestellt bei mir. Da wird dann angezeigt im Display hier, wann der nächste Gang genommen werden soll. Das muss nicht sein, das kann man machen. Naja. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.